Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Drive im Betrag 1100 mit Abschiebung von Fliegel. Wir haben einen Maiswechsel in der Nähe von Patersdorf. Ich hab jetzt für den Kabelsalat. Ja, starten wir mal. So, die Kamera läuft schon. Schauen wir schauen, ob der Winkel passt. Ja, der passt da. Also wir haben jetzt den, was haben wir heute für einen, 30. Ich weiß gar nicht. Vor allem haben wir Ende August, wir haben jetzt schon Maiswecker. Wir sind eigentlich also schon 3 Wochen zu früh dran. Aufgrund der Trockenheit haben wir jetzt aber hier einen schönen Mais, muss ich sagen. Also bei uns war das gebietsweise so, wer den Mais früher gebaut hat heuer, der hat wirklich einen Bombenmais. Ah, das scheiß Mikrofon. So, jetzt müsste es besser sein, normal. Zumindest jetzt. Also gehäckselt wie mit einem John Deere 7280 i ProDrive mit einem Camper 360. Müsste schon ein Plus sein. Also 8-3er mit 6 Metern Arbeitsbreite. Ja, Abfuhrgespanner haben wir jetzt einen 645R mit einem 256er Abschieber. Ein 516er Vario mit 253er Abschieber, ich mit meinem Truck und dann noch ein Glasschlepper mit meinem 13-Tonner. Ich weiß aber nicht, was das für die Schleppergröße ist. Also, wir kommen auf alle Fälle mit, der Häcksler muss nicht stehen. Hier haben wir ein super Maisfeld, es steht ein Haufen Ware da, es ist eben. Man kann den Wagen schön von hinten bis vorne voll mal. Ich presse es noch ein bisschen. Ich gehe meistens so bis 150 Bar Druck hoch. Nicht, dass noch irgendwie was kaputt geht.
wir dann wieder Richtung Hof. In der Fronthydraulik haben wir ein Gewicht mit ca. 350 Kilo. Ich weiß gar nicht, das bräuchte man wahrscheinlich heute gar nicht. Aber ja. Ich habe jetzt einfach mal rangemacht. Natürlich müssen wir aufpassen in den Dörfern, nicht mit Vollgas durchfahren, also ich fahre generell um die 30 immer, 20-30, wenn wir durch enge Ortschaften durch müssen. Aber mein Spiegel ist heute auch schon flöten gegangen, wegen Astbefall. Nein, ein bisschen blöd. Hier vor. Okay. Also die Straße hier ist frisch asphaltiert. Da war mein Bruder Kapo auf der Baustelle. Das ist die B11 jetzt. Zwischen Patersdorf und Romansfelden. So, im Silo haben wir einen 716er Vario mit einem Schiebeschild und einem großen Heckgewicht. Müssen wir den Anlauf nehmen.
jetzt müssen wir schnell die Achse abputzen. Mein Abschieber hat leider noch das Aldi-System. Folglich habe ich hinten noch keinen Abweiser. Jetzt müssen wir so quasi hier rein. Den Hauptbremszylinder noch ein bisschen abputzen, dass wir das Ganze so nicht auf der Straße und im Hof drin verlieren. Ich wollte mir eigentlich schon immer mal hier so ein Gummi-Element hinbauen, aber ja, ich bin noch nicht dazu gekommen. Stress pur. So. Kommendes Wochenende ist ja das Karpfhammerfest 2018. Aber ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich das schaffe, ob ich runterfahren kann. Schauen wir mal. Das ist momentan sehr schwierig. Ich glaube, die meisten haben jetzt schon den Nevedrag-Sound vermisst. Das 6-Zylinder-Turbo. Ich muss jetzt demnächst so das Landtraining im Detail für den MB-Truck drehen. Aber es ist einfach schwierig, zu irgendwas zu kommen momentan. Vor lauter Arbeit immer wissen, wo der Kopf steht.
Ja, so ist das, ne? Ich weiß jetzt gar nicht groß, was ich euch erzählen kann oder soll. Es ist immer schwierig, wenn man allein ist und keiner von mir, dass man da irgendwie etwas zum Unterhalten hat. Also wegfahren tue ich jetzt in der Ackergruppe, das heißt die erste Gruppe, dritte untersetzt. Ich habe halt den Vorteil, ich habe jetzt hier einen, RQV-Regler, glaube ich, heißt es. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, weil da gibt es zwei verschiedene. Ich habe nämlich einen LKW-Regler drin, sagen wir es so. Ich kann so quasi den Schlepper bis fast vom Absterben laufen lassen. Aber er fängt sich sofort wieder, wenn ich aufs Gas gehe. Das ist halt der Vorteil von dem ganzen Ding. Es ist zum Wegfahren super, weil man ein viel breiteres Drehzahlspektrum hat. Und das reicht in den meisten Fällen auch. Ja.